Also ich muss sagen, das ist die Droge, die mich von allen Drogen am meisten überrascht hat. Krasse Droge einfach, ey. Verdammt viele Leute haben es sich gewünscht. Im heutigen Video teste ich endlich mal die Droge Fennibut. Die Droge hat ein paar richtig krasse Eigenschaften. Ähnlich wie Benzos wirkt sie auf die GABA-Rezeptoren. Doch trotzdem gibt es viele gravierende Unterschiede zwischen Fennibut und Benzodiazepinen wie Xanax und Co. Zum einen hält der Effekt der Droge fucking 24 Stunden. Des Weiteren konnte man die Droge noch bis vor kurzem einfach so als Nahrungsergänzungsmittel bei Amazon bestellen. Inzwischen gibt es das Zeug zwar nicht mehr auf Amazon, aber in vielen Nahrungsergänzungsmittelshops. Doch einige scheinen sich nach wie vor unsicher bei der Frage, ob Fennibut verboten ist. Es wird im Internet so offen verkauft, als wäre es legal, aber bei Wikipedia steht, dass es eventuell inzwischen unter das neue psychoaktive Substanzengesetz fallen könnte, seitdem da die Gruppe der 2-Phenethylamine aufgenommen wurde. Weil kein normaler Mensch dieses Gesetz richtig interpretieren kann, habe ich einen Pharmakologiestudenten gefragt, ob das Zeug jetzt laut diesem Gesetz legal ist, und seiner Einschätzung nach ist es legal. Auf diese Angabe natürlich keine Gewähr. Ob legal oder nicht, ich würde euch definitiv von der Droge abraten. Den Grund erfahrt ihr später im Video. Auf biologischer Ebene ist der Hauptunterschied, dass Benzos eher GABA-A-Agonisten sind und Fennibut eher auf die GABA-B-Rezeptoren geht. Die typische Dosis von Fennibut bei Leuten, die es gegen Angst- und Unruhezustände nehmen, liegt zwischen 750 und 1500 Milligramm. Bei manchen Leuten tritt ab 750 Milligramm schon eine starke Rauschwirkung ein. Leute, die es eher verwenden wollen wie ein subtiles Nahrungsergänzungsmittel, nehmen zwischen 250 und 750 Milligramm. Eines Nachts gegen 23 Uhr entschied ich mich dazu, mit dem YouTuber-Kollegen Torben Platzer 1,25 Gramm in ein Getränk gemischtes Fennibut zu konsumieren. Cheers! Auf dich! Danke für die gute Beratung. Oh Gott! Es ist ja super eklig. Die 1,25 Gramm wogen wir natürlich mit der Waage 3000 ab, die ihr euch im Open Mind Shop gönnen könnt. Rabattcodes für die Waage 3000 und den Projektor 3000 im angepinnten Kommentar. Gespannt warteten Torben und ich auf die Wirkung. Ja, also bis jetzt spüre ich auch noch nichts. Außer dein Schwanz in meinem Arschloch. Dass wir da noch nichts spürten, war kein Wunder, denn die Wirkung der Substanz fängt normalerweise erst 2 Stunden nach der Einnahme an. So, also nach spätestens 2 Stunden sollten wir eigentlich schon die ersten Wirkungen von Fennibut haben, und wir haben jetzt noch keine so eindeutigen Wirkungen. Wir haben jetzt 1 Gramm von einer gewissen Substanz genommen. Natürlich wird es unseren Körper irgendwie beeinflussen, aber nicht so, dass man so eindeutig sagen kann, wow, wir sind high oder sowas. Und weil es jetzt noch nicht die erhoffte Wirkung hat, wollte ich jetzt noch etwas nachdosieren, ein bisschen mehr nehmen und schauen, ob es dann die Wirkung hat, die beschrieben wird. Ich werde es, denke ich, noch so circa 1 Gramm noch dazu nehmen oder so, dass ich insgesamt bei 2 Gramm bin. Ich sag dir ehrlich, ne, wenn du jetzt nicht da wärst, wir würden kein Video machen und so weiter, ich würde einfach aus dem Ding so in den Mund, also das darf ich jetzt für dein Video nicht sagen, ich würde es natürlich nie so abwiegen oder so auf der Waage und sowas. Ich wäre so ein Typ, ich würde, mein Vater hat früher so Hustensaft genommen und hat den einfach so geäxt. Und das bin ich. Hey, guck mal, wenn ich das jetzt nehmen würde, guck mal, ich würde einfach so ein kleines Löffelchen nehmen. Und dann, das ist wahrscheinlich so sowieso 1 Gramm, oder? Das ist dann locker 1 Gramm. Das merkt man trotzdem. Kurz nach der zweiten Dosis war die Stimmung schon sehr euphorisch. An einem Part wollte ich vorschlagen, dass wir vielleicht für diese Droge eine besondere Suchtwarnung für Leute mit Panikstörungen aussprechen, woraufhin Torben meinte, irgendwie so, Bro. Die Leute, die Panikstörungen haben und deinen Kanal gucken, sind lange tot. So. Der Ersatz wäre perfekt für das Video. Warte, filmt noch? Also ich will es dir wirklich... Er filmt jetzt gerade noch? Ich will es dir wirklich nur sagen. Die Leute, die irgendwelche psychischen Probleme oder irgendwas haben, deinen Kanal gucken seit 6 Jahren, Digga, die sind lange an Suizid. Was soll ich sagen? Jetzt hat Simon auch meinen Filmer Chris animiert, Drogen zu konsumieren. Ich würde sagen, es ist 1:30 Uhr. Die TPM Media AG geht hier doch.
ein bisschen gerade den Bach runter. Relativ, ich weiß nicht, ob du. Danke für deinen guten Einfluss, wie du so auf die Menschen hast. Also schreib gerne mal in die Kommentare, wer wirklich durch Simon vielleicht sogar geschädigt wurde in den letzten Jahren. Weil ich bin kurz vor einer Sammelklage. Das sage ich euch ehrlich. Also ich bin wirklich ganz kurz vor. Ohne Scheiß. Das ist gerade. Er macht gerade den Gold-Content für mich. Und ich weiß nicht, ob ich doch sagen kann, dass ich euphorischer bin als sonst. Doch richtig stark wurde die Wirkung erst, als ich gegen 3 in der Nacht wieder bei mir zu Hause war. Da war ich richtig high vor Euphorie. Weil man nach außen hin noch sehr normal wirkt, weiß ich nicht, wie gut diese Euphorie auf den Aufnahmen festgehalten wurde. Wenn ihr das Video ab hier mit doppelter Geschwindigkeit schaut, kommt vielleicht eher rüber, wie ich mich innerlich gefühlt habe. Ich bin sehr gut drauf einfach. Scheiße, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. Ich bin einfach euphorisiert, ja. Mich überrascht die Wirkung auch ein bisschen, weil ich irgendwie gedacht habe, weil es auf die GABA-Rezeptoren wirkt, dass es so ein bisschen wie Xanax Light ist sozusagen. Also mehr wie Benzos. Aber es ist überhaupt nicht so, weil bei den Benzos, da könnte ich dann sofort einschlafen, bin müde. Und dieses Zeug wirkt auf die gleichen Rezeptoren, aber ich bin einfach nur endgeil drauf, so. Ich würde wirklich sagen, dass ich auch so eine Art Laberflash habe, also ich rede jetzt hier schon 5 Minuten mit der Kamera, allein das sagt doch schon einiges aus. Und eine Sache, die mir noch auffällt, ich fühle mich halt auch wirklich konzentriert. Also ich würde sogar sagen, dass Fannybot für mich jetzt eher wie eine Smart Drug ist, als zum Beispiel Modafinil. Also Modafinil wird ja immer bezeichnet als das Real Life Limitless. Aber irgendwie kommt mir das gerade so vor wie das Real Life Limitless. Ich fühle mich einfach wie ich selbst, nur einfach in jeder Hinsicht krasser. Ich habe gerade so den scharfen Fokus. Ich bin gerade von der Droge wirklich sehr positiv angetan. Eigentlich sollte genau das sozusagen ein rotes Gefahrensignal für euch sein, weil dass es sich so positiv anfühlt, das ist natürlich auch wirklich dann eine sehr gute Bedingung dafür, dass man davon abhängig werden kann. Ja, das Suchtpotenzial von Fannybot ist definitiv hoch, denn es kann stark körperlich und psychisch abhängig machen. Die Abhängigkeit soll durchaus vergleichbar mit Benzos sein, was bedeutet, dass der Entzug schlimme Symptome wie Panik, Zittern, Zuckungen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Unruhe, Depression, Herzrhythmusstörungen auslösen kann. Erste Entzugssymptome entstehen bereits schon, wenn man es wenige Tage hintereinander nimmt. Akute Nebenwirkungen der Droge können sein Schwindel, Übelkeit, Gleichgewichtsstörungen, niedriger Blutdruck und bei Überdosierungen sogar Atemprobleme, Bewusstlosigkeit und Tod. Eine Überdosierung soll so circa ab 5 Gramm anfangen. Wenn man Rattenversuche auf Menschen ummünzt, wäre die durchschnittliche tödliche Dosis für eine 70 Kilogramm Person bei circa 10 Gramm. Ansonsten sind Langzeitnebenwirkungen von Fannybot noch nicht ganz erforscht. Es soll vor allem bei längerem Konsum giftig für die Leber sein. Der Hund hat sich gerade wieder mal das teure Kissen geklaut. Nein, hey, ich muss dir jetzt mal was erklären. Guck mal her. Also, die Sache ist folgende. Das Kissen hier, da muss ich nachher drauf schlafen. Und wenn du es zerreißt mit deinen Zähnen, ist es nicht gut. Jetzt hast du es nicht verstanden. Einfach ganz entspannt ein- und ausatmen. Du brauchst das Kissen jetzt nicht. Was hast du davon? Weil Fannybot auch als Nahrungsergänzungsmittel genommen wird, um beim Sport bessere Leistungen zu erzielen, habe ich einmal während des Rauschs und einmal nüchtern 2-mal hintereinander Klimmzüge gemacht. Nüchtern schaffte ich einmal 7 und einmal 4 Klimmzüge. Auf Fannybot schaffte ich 2-mal 8 Klimmzüge und war währenddessen viel motivierter. Das hat sich schon geil angefühlt. Das hat sich schon geil angefühlt gerade. Nochmal zur Erinnerung, es ist gerade 5:30 in der Früh und ich mache gerade Klimmzüge. So Leute, obwohl ich jetzt irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich jetzt noch vorm Pennen gehen die Welt erobern muss, werde ich jetzt auf jeden Fall mal eine Runde pennen. Und ich bin echt gespannt, wie die Droge nach dem Aufstehen wirkt, weil es soll ja insgesamt über 24 Stunden lang wirken. Ursprünglich wurde Fannybot in den 1960ern von Russen unter anderem als Schlafmittel entwickelt. Deswegen wird die Droge in der Szene auch Russenpenner genannt. Also ungefähr seitdem ich das Wort gerade in diesem Video erfunden habe. In Russland und anderen osteuropäischen Ländern ist Fannybot auch als Arzneimittel zugelassen und wird dort noch als Medikament gegen Angst- und Unruhezustände, Alkoholentzug, Schlafstörungen bei Älteren, Stottern und Tickstörungen bei Kindern eingesetzt. So Leute, jetzt habe ich geschlafen und ja, der Schlaf war geil. Also die Wirkung nach dem Schlafen ist auf jeden Fall jetzt eine andere. Also wenn ich nüchtern gewesen wäre, wäre ich jetzt schon aufgestanden. Ich will gerade aufstehen. Aber ich kann gerade nicht aufstehen.
Ich fühle mich gerade gut auf jeden Fall, aber die Wirkung, die ich jetzt gerade habe, die ist nicht sonderlich praktisch. Ich will gerade mein Handy eigentlich suchen, aber ich muss meine Augen zumachen. So, ich schaue jetzt mal, was mir Torben geschrieben hat. Der hat mir geschrieben, dass er normalerweise 6 Stunden schläft, jetzt hat er 9 Stunden 30 geschlafen. Ich habe in meinem Leben, soweit ich mich erinnere, nicht 9 Stunden plus geschlafen. Jo Leute, also es war jetzt ein bisschen ungewöhnlich schwer aus dem Bett zu kommen und ich war wirklich so, ich könnte meine Augen fast gar nicht aufmachen und das ist nicht normal, wenn ich aufstehe. Aber jetzt bin ich wieder in dieser euphorischen Stimmung wie gestern. Man muss vorsichtig sein, weil die Wirkung nicht so gut ist, dass man sich wirklich so denkt, so, ich will mich immer so fühlen. So. Der krasse Vorteil ist halt, dass es halt in allen Lebensbereichen es einen verbessert. So quasi, wenn du zum Beispiel so einen Upper nimmst, um irgendwie jetzt irgendwie konzentrierter zu sein, dann kannst du nicht schlafen. Wenn du ein Schlafmittel nimmst oder irgend so ein Downer wie Tabor, dann kannst du jetzt nicht übelst aktiv sein. Und hier hast du alles. Also das einzige Negative von der Wirkung, was ich ab und zu merke, ist, dass ich kurz so für ein paar Sekunden manchmal so ein Übelkeitsgefühl habe, so als hätte ich zu viel Alkohol getrunken. Aber ist jetzt nicht irgendwie, ist nicht sonderlich schlimm. Im Open Mind Shop sind schon seit Monaten die signierten Tripbegleiter komplett ausverkauft. Deswegen werde ich jetzt hier ein paar signieren und ins Lager schicken. Also, dass das Fannybot 24 Stunden wirkt, ist definitiv keine Übertreibung. Ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich wirkt so 6 bis 10 Stunden und dann hat man nur noch so einen Nachklang. Aber ich war jetzt gerade beim Einkaufen und stand sofort in Regalen und habe so ein Olivenöl mir ausgesucht. Und dann habe ich auf einmal wirklich noch voll so gespürt, wie diese Euphorie einen schießt. Ist schon nice. Eine Wirkung, die bei mir Fannybot auszulösen schien, war, dass ich darauf unnormal viel Hunger bekam und nie satt wurde. Jo, jetzt habe ich mir einen geilen Pizzateig gemacht. Da kann ich jetzt meinen Hunger stillen. Jo, also das mit dem Appetit ist echt krass. Ich habe jetzt fast ein ganzes Blech Pizza gegessen und ich habe das Gefühl, ich könnte noch ewig weiter essen. Jetzt esse ich gerade lauter Riegel und Kekse. Jo, Leute, ich habe jetzt gerade meine Alte weggefickt und... Jo Leute, ich durfte gerade die schönste Frau der Welt vögeln und ja, auf jeden Fall der Sex war sehr gut. Also das wirkte sich positiv definitiv auf den Geschlechtsverkehr aus. Beim Sex habe ich die enthemmende Seite von Fannybot sehr stark gespürt. Es hat so eine Enthemmung, die man von Alkohol kennt. Ich glaube, dass die enthemmende Wirkung von Fannybot einen dazu bringen könnte, Dinge zu tun, die man am nächsten Tag bereut. Yo, sorry wegen dem Dickpic gestern. Ich war einfach übelst auf Fannybot. Ja, okay. Also, ciao Mama. Ab einer gewissen Dosis fängt man anscheinend auch wie beim Alkohol zum Lallen an. Die Droge sollte nicht mit Alkohol kombiniert werden. Jetzt bin ich schon so ein bisschen so schläfrig. So, Leute. Ich war gerade so müde. Ich habe gerade so gepennt und mir war jetzt beim Schlafen die ganze Zeit voll kalt, weil halt hier das Zimmer jetzt nicht so warm ist. Aber ich war so müde, dass ich nicht aufstehen könnte, um mir irgendwie auch eine Decke drüber zu legen, obwohl die Decke quasi direkt neben. Die Decke, die liegt quasi direkt hier und ich so. Aber das Schlafen ist aber auch dafür geil, muss ich sagen. Ich muss jetzt weiter schlafen, Leute. Also vorher auf der Couch war ich so müde, dass ich mir dachte, holy shit, ich werde jetzt nie wieder aufstehen können, ich werde es die ganze Nacht durchpennen und so. Aber als ich dann erstmal wach geworden bin, war ich wieder sehr wach und ultra gut gelaunt. Also ich muss sagen, es ist die Droge, die mich von allen Drogen am meisten überrascht hat. Die Droge ist wirklich anders, krass. Nicht im Sinne von intensiv, also ein LSD-Trip, ein MDMA-Trip oder ein 2CB-Trip. So, das sind alles Drogen, die viel intensiver wirken. Aber halt, wenn man sich so überlegt, also so eine Droge kenne ich halt einfach bis jetzt noch nicht. Also wo alles einfach intensiver ist. Das Schlafen ist intensiver. Das Wachsein ist intensiver. Und sie wirkt fucking 24 Stunden. Krasse Droge einfach, ey.
Was ist das für ein Zeug, Junge? Also ich finde es von dem her interessant, weil viele Benzos wie Xanax übelst den Hype haben, auch in Popkultur-Songs vorgekommen sind. Und da frage ich mich eigentlich, wäre es naheliegender, dass diese Droge den gleichen Hype hat, weil eigentlich halt die Wirkung halt so viel angenehmer ist. Sie ist viel geiler als Benzos. So, Leute, das ist jetzt 2 Tage, nachdem ich das Fannypot genommen habe. Ich bin heute die ganze Zeit so hart müde und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es am Fannypot liegt. Also, ich hatte übrigens auch 2 Tage lang fast im ganzen Körper Muskelkater von den Klimmzügen, die ich auf Fannypot gemacht habe. Der Rausch war bei mir eine Mischung aus extrem wachen, euphorischen und extrem müden Phasen. Aus anderen Erfahrungsberichten habe ich gehört, dass bei höheren Dosierungen die extrem müde Phase immer mehr dominiert. Ich finde das allerdings nicht erstrebenswert. Selbst bei der jetzigen Dosierung hätte ich mir weniger von den schlaffen Phasen gewünscht. Besonders auf den Tag nach dem Konsum, wo ich einen kompletten Tag eher schlaff war, hätte ich verzichten können. Es gibt sehr viele Diskussionen im Internet, ob Fannypot ein gutes Mittel ist, um bei ADHSlern Konzentration und Gedächtnis zu verbessern. Es gibt sogar einige Studien, die hierauf hindeuten. Weil ich ADHS habe, weiß ich daher auch nicht, ob die stimulierende Seite bei mir deswegen besonders stark ausgeprägt war. Bei einigen Leuten scheint auch bei geringeren Dosierungen der schlappmachende Effekt dominanter zu sein. Wegen dem sehr hohen körperlichen und psychischen Abhängigkeitspotenzial und den potenziellen Leberschäden würde ich wirklich jedem von der Droge abraten. Gönnt euch da lieber Limitless bei Supplements.de oder ein Projektor oder eine Waage 3000 im Open Mind Shop. Codes im angepinnten Kommentar und checkt auch den Kabal von Torben Platzer. Er macht nice Internet-Experimente. Abonniert unsere Kabale. Wenn ihr bis hier mit doppelter Geschwindigkeit geschaut habt, dann seht ihr diesen Part in normaler Geschwindigkeit, weil das hier gerade im Video eigentlich mit halber Geschwindigkeit abgespielt wird. Was für ein dummes Ende des Videos.